In Prag hat das Gipfeltreffen der internationalen Krim-Plattform begonnen. Abgeordnete aus mehr als 50 Staaten nehmen an der Konferenz teil, die die Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim an die Ukraine zum Ziel hat. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj forderte in einer Videoansprache eine vollständige Deokupation des Territoriums seines Landes. Je mehr Länder an der Seite der Ukraine stehen, desto eher könne die russische Aggression beendet werden. Er rief die Teilnehmenden auf, zusätzliche Maßnahmen gegen die Umgehung der westlichen Sanktionen gegen Russland zu ergreifen und gegen russische Propaganda vorzugehen. Die internationale Krim-Plattform wurde im Sommer 2021 auf Initiative von Präsident Selenskyj gegründet. Sie soll alle bestehenden Bemühungen um die Rückgabe der Halbinsel Krim koordinieren.